bilden eine Reflexe mit 3 Meter Länge, 19,5 Kilo, Abfluggewicht 2 Meter Flügelspannweite, angetrieben von einer B22RX mit einer neuen, also Turbine der neuen Generation. Das heißt, wir sind die Version der sogenannten Gangsteiger aus 2009, also herrlich immer wieder die Sitz mit dem Tigerbeat im Leitwerk Dachsteiger, also der niederländischen Luftwaffe, die hier der Heiko Gärtner einsetzt. Ja, next on Takeoff, weil die Pilatus is just brought to the parking area, is Heiko Gärtner. He's always a long-year member of the German Czech team. Together with his son now, his son actually standing right next to me. Remember the full size is better than 1-to-1 thrust to weight ratio. And Heiko is flying this 155 scale jet, which is actually done by Scale Jets, that's the company. It's a wingspan of 2 meters, it's a length of 3 meters and 19.5 kilograms. It's a super scale landing gear, which you can purchase with a kit. And as a propulsion, a JetCat P220 RXI. And the RXI, that's the new generation with the built-in startup generator. And Josef just mentioned it, all the details like speed brakes, lights and so on are on the model. And of course this special paint of a tiger meat, which goes back into Netherlands in the year 2009. Ja, die Tiger Meat, Josef, das sind eigentlich weltweite, oder treffen weltweit von Staffeln, die in ihrem Staffelwappen irgendwas mit einem Tiger drin haben. Also Tigerkopf oder kompletter Tiger. Und das ist interessant, das hat schon während dem Kalten Krieg eigentlich angefangen, die Tiger Meats. Und haben sich wirklich Ost und West getroffen bei Tiger Meats. Das heißt, das ist dann einfach ein Zusammenkommen. Das ist Alkohol und es wird natürlich in den Phasen zwischen den Partys auch geflogen. Und dafür haben sich dann ganz, ganz findige Leute hingesetzt mit einem Pinsel und einem Farbtopf und gesagt, wenn wir doch den Tiger auf dem Staffelwappen oder auf dem Geschwaderwappen tragen, warum pinseln wir den nicht auf die Flugzeuge? Später kamen sogar Helikopters dazu. Das heißt, alles was fliegt und irgendwie ein Abzeichen einen Tiger hat, das hat dann an den Treffen teilgenommen. Und da gibt's, da muss man einfach googeln, da gibt es wirklich die tollsten Lackierungen. Das sind ganze Maschinen in Tigerhaut gemalt, beziehungsweise Flugzeuge, die sich aus der Tigerhaut rausschälen und Tigerköpfe auf dem Leitwerk. Die Franzosen haben fantastische Mirage mit Tigerpfoten auf der Unterseite, leuchtend grüne Augen von Tigern auf dem Leitwerk. Also faszinierend. Und wie gesagt, diese Effekte sind so Tiger-Team-Paint-Teams nachgefunden. Und alleine die beiden Leitwerks, Zeigen, die dann auch noch unterschiedlich lackiert sind, alleine das ist schon ein kleines Kunstwerk. Das ist natürlich immer eine willkommene Vorlage für Modellflieger, sowas nachzubauen. Vorlage oder Anlass zur Verzweiflung, das lassen wir jetzt mal hingestellt, aber der Heiko hat hier absolut einen super Job gemacht und er kommt jetzt nochmal von rechts nach links mit seiner F16 im Langsamflug. Sieht man auch schön, das sogenannte Rotating Beacon, das ist das rote Blinklicht. Die Venom hier eigentlich eine relativ große Parkfläche. Dann haben wir ja schon einen anderen Planet-Jet gehabt, in dem Twin-Boom-Design, wie es auf Neudeutsch heißt, also in der Doppelrumpfauslegung. Das hat natürlich den Nebeneffekt, ich brauche kein langes Schubrohr, ich brauche das Triebwerk nicht sehr weit im Heck einbauen, damit es hinten rausbläst und vorne dann gegengewinnt, lange Rumpf und so weiter, sondern ich habe hier relativ kompakte Verhältnisse. So, also kommt mit der S16, Touchdown vor dem Piloten, perfekt gemacht, Speedbrakes sind ausgefahren, Heiko, das war richtig klasse. Das war weltmeisterlich.
is always a lot of thrust. Or you have to put the engine in the very rear of the aircraft and have sound away with the front of the aircraft. So it's a very compact aircraft. And as we said in the early days, they didn't have the really big thrust on the engine, so they had to make the wing a little bit bigger. Yeah, Josef, die Auslegung ist im Prinzip wirklich schon wie ein Trainerjet, wie wir hier ja eigentlich auch zuhauf sehen mit in der Doppelrumpfauslegung.